Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WT. Philipp, guck mal hier, der Detlefs, der kriegt einen relativ großen Umbau. Ne? Hier sind wir schon angefangen, hier ist der Stefan dran. Für die Batterien, die kommen nicht liegen, das Brett steht nachher, nur ist zum Montieren einfach. Hier kommen die Sicherungen, Smart Shunt, Hauptschalter und. Das kommt hier alles rein. Und das kommt alles, müssen wir aufgrund des Platzes im Detlefs in die Heckgarage umbauen. Wir gehen da mal kurz gucken. Ich zeige euch auch das, wenn das fertig ist. Aber nur, dass wir haben da schon einen Großteil jetzt gebaut. Wir laufen mal hier hin zum Kevin. Der ist aber heute Einzelkämpfer hier in dem Fahrzeug. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel, haben wir hier das Fach gemacht, ne? Booster, Solarregler und hier ist eine alte, quasi die Verteilung. Das ist natürlich, hier ist noch Standheizung nicht hier schon. Da muss noch alles schön und ordentlich gemacht werden, beschriftet werden und. Ne? Nur, damit wir das mal gesehen haben. Jetzt gehen wir einmal zurück. Hui. Das habt ihr mich einmal ganz groß gesehen. Hier kommt noch unterm Auto die Standheizung rein. Ne? Hier ist die 230 Volt Verteilung in der Seite drin. Da kannst du mal, schluff mal rein hier. Hoppel hopp. Hier haben wir die 230 Volt Verteilung. Hier müssen natürlich die FI und alles rein. Ja, und hier liegen jetzt die ganzen Kabel drin. Das müssen wir noch weitermachen. Ne? Wir sind hier mittendrin. Das Auto haben wir hier schon, ich sag mal, ist noch ein bisschen zerlegt und alles ausgeklebt, weil wir hier halt noch Kabel am Ziehen sind. Ist immer sehr, sehr viel Kabelzieherei. Ne? Aber kein Kunde, ich betone das, ne? Kein Kunde nimmt ein Kombigerät ohne Landstrombegrenzung, ohne Netzumschaltung. Die Landstrombegrenzung, ich habe gerade noch mit einem Kunden draußen gesprochen, der hat vor circa 3 Monaten von uns ein Fahrzeug gebaut bekommen. Der Kunde sagt, hör mal, ich bin jetzt in Kroatien gewesen, ich bin in Italien gewesen. Mit der Landstrombegrenzung ist einfach eine geile Sache. Er sagt, ich kann die einstellen, die Klimaanlage läuft auch mit dem 5 Ampere Automat. Ich kann Kaffee kochen mit dem Kaffee-Vollautomat. Sagt er, gar kein Problem, wenn ich am Strom bin. Sagt er, der Akku wird geladen, dann manage ich hin und her. Er hat vorher einen großen Liner gehabt mit einem anderen System drin. Sagt er, das war immer sehr träge und dauert und Licht an und aus. Sagt er, genial. So, dann haben wir hier in der Heckgarage, hier liegen jetzt ganz viele Kabel. Ne? Hier kommt wieder das Zwischenbild rein, das wir gerade gesehen haben. Hier kommen dann die Akkus rein. Ne? Da hängt die Kombi schon. Da machen wir noch einen Schutz vor und. Und ja, und hier kommen dann quasi zwei große Akkus rein und die ganze andere Technik, was wir gerade auf dem Brett gesehen haben. Habt ihr jemals eine leere Heckgarage gehabt? Ja, das ist ein Neufahrzeug. Darum haben wir hier ausnahmsweise mal eine leere Heckgarage. Oft haben wir eine ganz volle Heckgarage. Guck mal hier, Philipp, das ist jetzt das Blech für den Detlef, für unsere Kombi hinten in der Garage. Da ist der Patrick jetzt hier auf unsere Kantbank fertig am Kanten. Zeig mal, Patrick, wie das geht. Ast rein. Ne? Auf die Maße, wie ich es haben muss. Dann gehe ich jetzt einfach rum. Wie ich das schon schön auf 90 Grad zurecht. Und dann. Das können wir wieder lösen. Ich wieder, nimmt mir raus und dann. Kann die andere Seite gebrauchen. So sieht es dann wunderbar bekannt aus. Kombi. Genau, Kantenschutz, Befestigung dran. Wir zeigen euch, wenn es fertig ist. Ja, Philipp und liebe Gamber, ich würde euch gerne mal zeigen, das, was wir mit dem Gitter euch gezeigt haben, was wir mit dem Gitter gemacht haben. Habe ich ja versprochen. Ich weiß, es ist jetzt schon wieder 2, 3 Tage her, wo wir gefilmt haben. Für euch quasi nur ein paar Sekunden, für mich ein paar Tage und ein Wochenende war dazwischen. Aber ich würde es euch trotzdem zeigen. So, ich glaube, wir waren auch schon mal in der Garage, ne? Habe ich richtig im Kopf. Für euch wieder ein paar Sekunden, für mich wieder ein paar Tage. Nein. Hier ist das Gitter, was der Patrick gebogen hat. So können wir hier hingehen. Mach das mal los. Klack. Klack. Dann können wir das abnehmen. Da ist unsere Kombi hinter, ne? Die 2000-100, also 2000 Watt, 100 Ampere Ladegerät. Natürlich komplett mit Netzumschaltung, Landstrombegrenzung. Quasi volles Programm. Die haben wir hier montiert, weil wir haben den Platz halt sonst nicht. Hier oben passt es nicht, Timo, keine Abluft rein. Hier ist nur so ein ganz dünnes Wabbelbrett vor zum Bett. So, und dadurch, dass der Kunde hier natürlich auch, ich sag mal, Sachen einlädt, dass da nichts passiert und der jetzt hier auch geschützt ist, dass der Lüfter arbeiten kann, haben wir hier dieses, ja, U-Blech, sag ich mal, angefertigt. Passender Halter. Hier haben wir noch so Nopfen hintergemacht, damit der
Auch nicht, wenn er da ein bisschen schrabbelt, mal irgendwelche Macken oder was im Holz macht. Und so kommt man da auch jederzeit dran. Aber er ist geschützt. Sieht sauber ordentlich aus. So, machen wir direkt wieder hier auch fest. So, siehst du? Hier ist kein Rappeln, kein Schrabbeln, nix. So, hier haben wir die 12-Volt-Dose und hier haben wir ja gezeigt die ganze Elektrik. Und hier hat der Dirk wieder ein Brett gebaut mit Magnetverschlüssen, eine Leiste. So, und hier hat der Kunde quasi seine Technik hinter, ne? Batterie 1, Batterie 2, 2x 180 Ampere-Stunden von der Premium-Serie, Hauptschalter und hier alles dementsprechend abgesichert, passend beschriftet. Das gleiche haben wir hier oben und den Batteriecomputer, das haben wir hier eingebaut. So, und jetzt haben wir hier im Prinzip automatisch ein festes Brett, einen Schutz, dass mit der Batterie nichts passieren kann. Und hier kann der Kunde jederzeit dran. Es ist aber geschützt, es kann nichts passieren. Braucht man nicht schrauben, nichts. Wie gesagt, kann man hier rein. So, klack, klack und fertig. Passt perfekt. Hier haben wir alte Fenster. Das hat Maxwin. Haben wir den Kunden in der Garage gepackt. Der hat ja ein Maxwin Deluxe, ein Lüfterfenster bekommen. Und nehmen wir mal den alten Karton oder den neuen Karton und packen das. Ja, alte Fenster ist schwer zu sagen, ist ein neues Auto. Das ausgebaute Fenster packen wir dann da ein. Und so ist das Fahrzeug jetzt quasi mit der technischen Seite fertiggestellt, komplett. Aber der Kunde hat noch einen Termin für Unterboden-Hohlraumversiegelung. Ich glaube, Ende der Woche, Anfang nächste Woche wird das durchgeführt. Dann wird das Fahrzeug noch einmal retour gewogen, quasi nach dem Einbau gewogen. Ja, und dann ist das Fahrzeug bereit zur Übergabe an den Kunden. Ich glaube, der wartet auch schon sehnsüchtig. Der wird sich bestimmt freuen, wenn das Video sieht. Schöne Grüße von hier aus schon mal. Ja, das wollte ich euch ja gerne noch zeigen, was wir mit dem Blech an sich angestellt haben. Ja, Philipp sagt gerade, wir machen noch einen Abschied. Nein, Spaß beiseite. Ja, das war es wie gesagt vom Detlefs. Das wollte ich euch gerne zeigen. Ja, ist wieder ein tolles Projekt. Ja, ich sag mal, wir können gar nicht alle Projekte zeigen, ne? Wir machen ja ganz, ganz viele Projekte, jeden Tag aufs Neue. Nur das war jetzt, wollte ich mit dem Gitter mal zeigen, ist mal wieder was anderes. Aber vom Grund her ähneln sich die Einbauten alle. Ich sag mal, was ist denn so Standard? Jeder möchte autark sein, jeder möchte Strom haben. Das sprich, ein Ladebooster ist hier alltäglich. Kombi, Netzumschaltung, Landstrombegrenzung, Rapid, das sind hier alltägliche Geschichten, die hier alltäglich verbaut werden, ne? Wie gesagt, das war's vom Detlefs. Abonniert den Kanal, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.